Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2 Episode 1 und wir sind hier gerade mit dem Zug gecrashed. Nein, das ist nicht der Zug, mit dem wir gecrashed sind, das ist der, in dem sich der eine Zombie in die Luft gejagt hat und wir können natürlich erwarten, dass wir von diesen Zombies jetzt noch mehr sehen werden, die also dann eine Granate hochhalten und sich mal eben selbst in die Luft jagen. Und da geht's auch schon los. So. Ah, ich habe die gar nicht mehr. So, ich gehe mal hier zur Seite, weil ich mein Flashlight wieder aufladen will. So. Na klasse. Das hat ja mal super funktioniert. So, da ist noch so einer. Moment mal, wir haben doch die hier. Hätte ja nutzen können. Der hier? Okay, so. Wie man sieht, wird hier jetzt schon das Konzept, dass man indirekt die Gegner umbringt, was später. Na ja, gut, finde ich, sozusagen später in Portal verwendet wurde, ist falsch. Aber was sehr Portal-esk sich anfühlt. So. So, damit haben wir jetzt diese Tür geöffnet. Da kamen wohl auch die ganzen Zombies her. Und das kann man sich jetzt ja nicht erklären. Alex kommt immer noch mit uns. Mist. Ich bin immer noch sehr ängstlich, was diese Headcrabs angeht. Denn die haben ja diesen Gifteffekt. Was eigentlich, glaube ich, am Ende Schaden gar nicht mehr viel machen. Ich glaube, der Schaden ist, nachdem dann das Gift weg ist, ziemlich 5% oder sowas. 5 Lebenspunkte. Aha. Okay, das ist eine andere Aufgabe, die wir hier haben. Davon aus, wir müssten hier durch da unten noch reinspringen. Dabei müssen wir hier dieses Tor aufmachen. Und tatsächlich müssen wir auch hier stehen bleiben. Finden lassen, um die Ameisenlöwen daran zu hindern rauszukommen. Probieren wir mal das aus.
Auto hier rauf. So, schauen wir mal, ob die jetzt noch rauskommen. Good idea, Gordon. Now, I wouldn't have thought you could park at the burrow that way. Ich will jetzt mal versuchen, ob ich die eben. Nein. Ich hatte sie nicht geplättet. Dann machen wir mal die Tür auf. Ja, ich auch. So. Ist natürlich Standardmunition für die hier. Das hat auch nicht funktioniert. Nun gut, lassen wir sie mal schießen ein bisschen. Der kam eben mit zu schnell angerannt. Ach, jetzt brauchst du Licht oder was? Ach, so geht's natürlich auch. Hier oben noch. So. Glaubt es kaum. Hier. Ich stehe doch direkt neben dir. Nice. Das war eine ziemlich coole Aktion eben. Die hat ihm einfach die Headcrab vom Kopf getreten. Gut, da geht's nicht hoch, aber so geht's hier raus. Da steht ja auch Exit drin. So, dann mal die Treppe hoch und da kommt schon der erste Loading Screen. Ja, so ist das halt. Loading. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ist uns von ihr mitgekommen? Ja, Alex ist mitgekommen. Ich wollte gerade sagen, die stehen alle wieder auf, das weiß ich jetzt schon. Okay, die bekämpfen sich aber auch gegenseitig, interessanterweise. Gut, wir wissen jetzt, wie man mit diesen Löchern umgeht. Und zwar, man schmeißt Autos drauf. Aber lassen wir die mal kämpfen. Das sollte zeigen, die sind stark. Okay. So, hier kommen jetzt ziemlich viele. Ich renne hier mal hoch. Das war jetzt nicht so klug. Okay, die sind also hier mit dem Auto hier reingefahren. Das wollte ich nicht machen. So, ich kann jetzt dieses Auto nehmen und auf einen von deren Löcher schmeißen. So zum Beispiel. Danke, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich kann sie jetzt umstoßen. Okay.
Das heißt, wir hochrennen. Dann schauen wir mal, hier müsste bestimmt auch wieder ein Auto sein oder wir können einfach so weiterkommen. Machen. So. Und jetzt können wir hier dieses Auto auch noch auf das letzte Ameisenlöwennest schmeißen. Also müssen nicht mehr Autos sein. So, das Problem ist, dass die hier aus den Löchern alle spawnen und ich das zumachen muss. So. Das Loch auch zu. So. Noch ein Auto. Das ist jetzt ziemlich mies, vor allem weil sie sonst wo ist und mir gar nicht hilft gerade. Ja, wo ist sie denn jetzt? Laden. Ich glaube ja, dass ich das nicht überlebe. Gerade. Ach, die hat da oben gewartet. Das ist natürlich blöd. So, und dann machen wir hier mal auf. Ein ziemlich langsam drehendes Rad. Tatsächlich hätte ich eher erwartet, dass man das Rad recht schnell drehen kann, weil da eine starke Übersetzung drin ist und nicht, dass das Rad langsam dreht. Weil das heißt ja, dass man einen Haufen Kraft braucht, um es überhaupt zu bewegen. So, hier die Treppe runter. Mal weiter runter. Yes. Denn hier ist ja immer dann noch mal was. Naja, gut. Energie für meinen Anzug. Und dann können wir hier einmal speichern. Dieses Geflimmer. Nein, es ist kein elektrisiertes Wasser. You're lucky you've got that hazard suit. This water's nasty. You got room for two in there?
aus dem Shot, genau. So. Da war ich, glaube ich, noch zu nah dran. Naja, egal, hat geklappt. Hier lang, speichern einmal und machen die Tür auf. Da muss hier ein Weg sein, denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So. Das sieht mir tatsächlich so aus, als wenn hier demnächst aus allen Ecken und Enden. Ja, ich weiß genau, dass hier Zombies kommen, während der Elevator ankommt. Das habe ich mir so gedacht. I've worked with electricity a time or two and I'm pretty sure the sparking wire must be connected to a power supply. Also dem Wire folgen. Das wäre dann erstmal hier lang. Das geht dann hier rüber. Da geht's weiter. So, ist hier irgendwas. Ja, hier ist was wichtig. Kisten rauskriegen. Wenn nicht die Kisten, dann das, was drin ist. Und das Wire geht dann da lang. So. Und hier ist der Power Generator. Weg. Here comes trouble. Elevator takes so long. So, das Schöne an den Granatenzombies ist ja, dass sie sich ja selber umbringen. Du musst nur wegbleiben können von ihm. Da ist die Granate zu mir geschleudert worden. Nun gut, aber dafür ist hier der Elevator jetzt da und wir können hier rein und hoch. So. Ja, Munition war auch schon leer. Fast. Ja. Hier sieht's herrlich aus. Nicht schon am Dunkel werden, als das Spiel angefangen hat. Weil sie gesagt hat, sie hofft, dass immer noch Licht ist.
Thank God, it's still day. Let's get out of here. So, Urban Flight, die Flucht. Nein, der Flug in der Stadt, der städtische Flug. So, das wollte ich machen. So. Ja, hier ist so ein... Ich muss den Hebel dafür finden. Würde ich mal sagen. Im Müll? Nee. Vielleicht ja tatsächlich genau hier. Unter all dem Kram. Ja, da ist er. Der Hebel. That's it. See if the crank still works. So, im Hintergrund hören wir unseren Freund eine Rede halten. Die gleiche Rede hört man übrigens im Menüscreen. Also da, wo ich den Screenshot gemacht habe. So. Ja, da hast du recht. Das ist schon mal gut. Wenn wir die alle zerstören, ist... Oh. Ah, das ist schlecht. Post-human. We have made, in secret, several technological advances, which we will do our best to deploy in advance of the Combine's return. Das ist auch gut, ja. To diligently assemble and train a new generation of scientists and technicians. For what the Combine fear the most is not any tangible human weapon, but our will, our intellect, our ability to respond selectively and rationally to every terror they turn against us. We place our firmest hope in the human spirit, even knowing how easily it may be shattered. We have all seen friends and family crushed by the Combine. Some of our neighbors have allowed themselves to be co-opted and purged of their humanity by the military machine. And those who resisted have met a most terrible fate. Ewig viel Nachricht. Still, I cannot overstate how important it is that we retain our humanity. Only this will allow us to hold together as we must for their inevitable return. And what is certain to be unimaginable retaliation. And, oh yes, if you missed any part of this message, it will loop repeatedly until there is no point in looping it any longer. I apologize for any inadvertent errors or omissions. As you can imagine, we have had scarcely time to record, let alone rehearse. What's that, Eli? Oh, right. This has been Dr. Isaac Kleiner, formerly of Black Mesa, now simply a citizen, like all of you, of Earth. Let me just add to all those who can hear me now. Jetzt gebe ich auf. Ich wollte euch eigentlich die gesamte Nachricht abspielen, aber die ist mir zu lange. Hätten sie die Nachricht aufgesplittet, dass man sie an verschiedenen Stellen verschiedene Teile davon hört. Da war ich nicht schnell genug. Ja, für uns. So, doch. So.
man jetzt auch schon, dass die Waffe, die ich habe, nicht sonderlich toll ist. Aber jetzt habe ich die nächste Waffe gekriegt. So. Ein Maschinengewehr. Und runter. Normalerweise müssten die einen Schritt nach vorne machen dabei. Na gut, dann können wir hier durch. Ha, sehr gut. Ich mache hier mal das Loch zu. Die Spielmechanik, die wir eben gelernt haben, gerade mal frisch einsetzen. Ja, ich weiß, aber du kriegst sie schon um, bevor ich das kann. Das wollte ich eigentlich machen und das Loch ist hier. Verdammt. Vorsicht, Auto. Entschuldigung. Irgendwie kitzelt mir gerade der Hals. Es gibt scheinbar ein Achievement dafür, dass man 15 Mal ein Auto durch die Gegend schießt oder sowas. Jetzt eigentlich haben. Ich habe 5 davon. 5 von 15. Und schauen wir mal, ich bin ja wie immer bei so Achievements sicher, dass ich es nicht kriege. So, das Auto ist drauf. Außerdem müsste ich 15 mittlerweile schon haben und ich habe nur 5 gesehen. Es geht darum, wie viele Autos ich auf diese Löcher aufgetan habe. Die haben das als Gebäude vermint. Dann springe ich die halt mit ihren eigenen Minen in die Luft. Selbst dran schuld. So, das eine. So, also mit anderen Worten, ich soll das hier alleine machen. So, erstmal die Munition mitnehmen. So. Okay, hier oben ist. Ah ja. Das Rohr ist. Ich bin zu schwer für das Rohr, also mache ich hier Kram drunter. Zumindest ist das meine Idee. Ich tue hier Kram drunter, damit das Rohr nicht mehr. Sinken kann. Kann ich die finden? Das ist ein Stückchen höher wird dadurch. Nein. So. Hier sieht man, dass zwar die Physik Engine nicht schlecht ist, aber das, wie ich das Ganze halte und so, das ist nicht sonderlich gut. So. Ja, ich bin sicher, dass ich hier irgendwas. Ah, hier muss mehr drunter. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das. So, wie sieht das, ist mir verdammt schwer abzuschätzen, wo
das hin muss. Denn jetzt ist es ja schon wieder zu niedrig und es fällt runter. Irgendetwas, ich bin ziemlich sicher, irgendetwas übersehe ich. Eventuell so. Wenn ich jetzt das hier habe, kann ich eventuell so einen. Moment mal, das ist es. Jawohl, muss nur noch richtig springen. Und dann kann man das Gas abdrehen. Nicely done. Let's head upstairs. Genau, nicht den Handrail anfassen, der ist heiß. So. Ja, kommt nur her. Und da ist eine von den netten Minen, die uns jetzt erstmal hilft. Und wenn sie die Zombies vernichtet hat, kann ich sie nehmen und umdrehen lassen sogar. Die Zombies halten, also die Mine muss relativ schwach sein, die Zombies halten einige Treffer von ihr aus. Die Mine sieht scheinbar die Zombies nicht mehr. Dann erledigen wir es eben selber. So. Danke. Da war eben ein Sniper. Dann würde ich sagen. Ah, die folgt uns jetzt quasi wie ein. Dann würde ich sagen. Wir gönnen uns einfach mal eine Dose Cola, größer als B, und entspannen uns erstmal etwas, denn es geht nächste Woche weiter. Ja, wir warten jetzt bis zur nächsten Woche. Soll der Sniper da hinten doch mal so rumzielen, das interessiert uns nicht. Gönnen uns also hier ein paar nette Getränke. Das sieht auch nicht wirklich aus wie Bier, muss ich ehrlich sagen. Und machen Pause bis nächste Woche. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao, miau.